Bei einer Stichprobe mit sowohl zwei verschiedenen Ereignissen A und B, die siehst du hier in den Spalten, als auch zwei verschiedenen Gruppen C und D, kann eine Vierfeldertafel aufgestellt werden, um Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen. Dabei wird für die Wahrscheinlichkeit einer Kombination der Gruppen und Ereignisse der logische Operator geschnitten benutzt. Geschnitten ist dieses Zeichen hier, wie so ein Berg. Es gibt dabei zwei Zeichen und dieses geschnitten ist jetzt das erste. Ich merke mir das irgendwie immer so, geschnitten. Das spricht man irgendwie so wie so ein Buckel. Und es gibt noch ein anderes Zeichen, das ist das Vereinigt-Zeichen. Das ist vereinigt. Geschnitten. Vereinigt. Ja, und geschnitten ist eben dieser Buckel. Und dieses Zeichen benutzt man jetzt eben bei dieser Vierfeldertafel. Was könnte das zum Beispiel sein hier? Gruppen und Ereignisse. Ereignisse A und B. Das sind zum Beispiel, spielt Fußball, spielt kein Fußball. Und C und D ist zum Beispiel männlich und weiblich. Also hätte man dann männlich und spielt Fußball, ist eine gewisse Prozentzahl. Und ist männlich und spielt kein Fußball, ist diese Prozentzahl. Und ist weiblich und spielt Fußball, ist diese Prozentzahl. Und ist weiblich und spielt kein Fußball, ist diese Prozentzahl. Wichtig ist, dass die Wahrscheinlichkeit für so ein C und die Wahrscheinlichkeit für so ein D, also die Wahrscheinlichkeit insgesamt, man hat zum Beispiel hier 60% Männer befragt oder Jungs und 40% Mädels, da hat man hier 60% und 40% ist addiert 1. Genauso hier A und B. Spielt Fußball, meinetwegen 40%, spielt kein Fußball 60%, 40 und 60% sind 100%, also insgesamt hier 1. Es muss sich sozusagen hier über diese Summe in den Spalten oder Summe in den Zeilen, das muss sich addiert zu 1 ergeben. Das ist schon mal wichtig. Aber soviel jetzt erstmal zur Theorie. Hier noch kurz zur Schreibweise. Wenn man jetzt aufschreiben möchte, was ist die Wahrscheinlichkeit für A geschnitten C, also in diesem Fall hier die Wahrscheinlichkeit für ist männlich und spielt Fußball, dann hätte man PA geschnitten C. So wäre die Schreibweise dafür. So, jetzt gucken wir in eine Situation, denn die ganze Theorie, die ist ja schön und gut, aber in einer Situation lernt man das immer noch am besten, denke ich. Hier steht, in einer Schule wurde eine Umfrage zum Thema Handys durchgeführt. 37% der befragten Jugendlichen hatten bereits vor dem Alter von 12 Jahren ihr erstes Handy. Also 37% hatten sozusagen vor dem 12. Lebensalter, oder vor dem 12. Lebensjahr, hatten sie schon bereits ein Handy. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person männlich war, lag bei 25%. Von den insgesamt befragten Personen waren 60% weiblich. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig befragte Person männlich ist und kein Handy vor dem 12. Lebensjahr hatte? Also, wir haben hier zwei Gruppen und zwei Ereignisse. Die beiden Gruppen, die kommen hier in die Zeilen. Männlich und weiblich. Das sind meine Gruppen, also Gruppe G1 und das ist die Gruppe G2. Und das hier ist das Ereignis 1 und das ist das Ereignis 2. Nämlich Handy vor 12 Jahren und kein Handy vor 12. So, jetzt haben wir hier ein paar Informationen, die müssen wir rausschreiben. Also, wir haben hier 37% der befragten Jugendlichen hatten bereits vor dem Alter von 12 Jahren ihr erstes Handy. Also, Handy vor 12, das ist sozusagen jetzt, egal ob es männlich oder weiblich waren, 0,37, also 37%, diese Zahl hier, das ist das, was hier steht. Diese 37% hatten schon ein Handy vor dem 12. Lebensjahr. 37% von 100%. So. Das heißt, hier betrachtet man im Moment noch nicht männlich und weiblich, sondern einfach nur alle Jugendlichen und entweder sie hatten ein Handy vor 12 oder sie hatten kein Handy vor 12 und die 37% hatten eins vor 12 Jahren. Jetzt kommt die nächste Information. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person männlich war, lag bei 25%. Das heißt, 25%, 0,25, hatten ein Handy vor dem 12. Lebensjahr und waren männlich. Also kann ich das hier in die Tabelle eintragen. Das ist schon so eine Schnittmenge. Das ist hier P, A, geschnitten B. Beziehungsweise in diesem Fall hier P, E1, Ereignis 1, geschnitten G1, Gruppe 1. Das ist hier dieses geschnitten Zeichen, das ist mir ein bisschen verunglückt. So. Das wäre hier dieses 0,25, ist gleich 0,25. Jetzt haben wir noch weitere Informationen. Von den insgesamt befragten Personen waren 60% weiblich. Also weiblich 60%. So, jetzt können wir schon die anderen Felder hier ausfüllen.
Denn wenn 60% weiblich waren und man hat 1 insgesamt, dann ist 1 minus 0,6 ist gleich 0,4. Und diese 0,4, die siehst du jetzt hier. So, und 0,37 hatten schon ihr erstes Handy vor dem 12. Lebensjahr. Also 1 minus 0,37 ist dann die Gegenwahrscheinlichkeit. Das ist 0,63. Und das siehst du hier. So, das konnte man jetzt also schon ausfüllen. So, wenn man jetzt hier 0,25 hat, jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir hier noch drei weitere Felder. Und mit den 0,25 kann man jetzt arbeiten. Und das zeige ich dir in der nächsten Tabelle. Wenn man also insgesamt hier 0,4 hat, männlich, Handy vor 12, kein Handy vor 12, wir haben insgesamt 0,4 Männer, also insgesamt an allen gesehen, 40% Männer, 60% Frauen, dann hat man hier 0,25 und man muss von den 0,4, also von denen hier, die du hier siehst, minus 0,25 rechnen, dann kommst du auf 0,15. Macht ja auch Sinn, denn in der Zeile gerechnet 0,25 plus 0,15 ist 0,4. Genauso machen wir es jetzt hier auch. Wenn ich jetzt hier also rechne, 0,37 habe ich hier ja insgesamt. Wenn ich von diesen 0,37 0,25 abziehe, die ich ja auch schon gegeben habe, da habe ich 0,37 minus 0,25, muss also in diesem Feld also 0,12 stehen. Wenn hier 0,12 steht und ich weiß, dass es hier 0,6 insgesamt Frauen gibt, dann rechne ich von diesen 0,6 insgesamt Frauen die ab, die schon 0,12 ein Handy vor 12 Jahren hatten. Dann habe ich 0,6 minus 0,12 ist gleich 0,48. Und 0,48 plus 0,12 ist also wieder 0,6. Da kann man wieder die Probe machen. Und jetzt siehst du, dass die kumulierten Wahrscheinlichkeiten in den Zeilen und Spalten hier als Gesamt angegeben werden. 0,25 plus 0,12, 0,37. 0,15 plus 0,48, 0,63. 0,25 plus 0,15 ist 0,4. Und 0,12 plus 0,48 ist gleich 0,6. Und wenn ich die jetzt wiederum hier addiere, dann kommt hier 1 raus. Und wenn ich die hier addiere, kommt auch wieder 1 raus. Das ist sozusagen die letzte Probe, die man hier machen kann. Im Grunde geht es hier um Schnittmengen. Ich habe ein Ereignis und ich habe ein Ereignis, zwei Ereignisse, ich habe Gruppen. So, und jetzt schneide ich diese Ereignisse mit den Gruppen. Das heißt, ich sage nicht nur, wie groß war die Prozentzahl an männlichen Befragten, sondern ich sage, wie groß war die Prozentzahl an männlichen Befragten, die kein Handy, das war ja unsere Aufgabe hier, die kein Handy vor dem 12. Lebensjahr hatten. Also hier. Prozentzahl, die Wahrscheinlichkeit an männlichen Befragten, die kein Handy vor dem 12. Lebensjahr hatten. Da muss ich in meine Tabelle gucken und sagen, männliche Personen, also das ist die Gruppe, und welches Ereignis? Kein Handy vor dem 12. Lebensjahr. Ist also 0,15. Ich kann also aufschreiben, die Wahrscheinlichkeit aus meiner Gruppe 1 und dem Ereignis 2, ich kann das also auch so rum aufschreiben, das spielt keine Rolle, ich kann auch die Gruppe zuerst nennen, G1 geschnitten E2 ist gleich, und die Wahrscheinlichkeit lese ich hier ab, das sind 0,15. Ganz einfach, dafür ist die Vier-Felder-Tafel da, um das wirklich übersichtlich darzustellen. Ja, was meint Maike noch dazu? Mit Hilfe einer Vier-Felder-Tafel lassen sich gesuchte Wahrscheinlichkeiten direkt bestimmen. Wenn man sich für den Schnitt aus Gruppen und Ereignissen interessiert, du musst jedoch darauf achten, dass du die Anfangsinformationen, Startwerte in die richtigen Felder einträgst. Das sind ja die Informationen, die dir gegeben sind. Die kumulierten Wahrscheinlichkeiten der Gruppen bzw. der Ereignisse müssen 1 ergeben. Das ist die Zahl, die unten rechts in der Tabelle steht. Ja, nämlich hier unten, die 1. Also ich bilde immer Summen über Spalten und hier eben Zeilen, in diesem Fall. So, jetzt habe ich hier noch 0,4 und da 0,28 und diese Lücke ist hier noch. Naja, wenn ich hier 0,28 habe und das Ergebnis aus dem hier und dem hier ist gleich das hier, dann kann das ja hier nur 0,4.